This is Silver. This is Silver. Das hier ist der Grund, warum es immer so lange dauert, bis genau das hier passiert. Keine Ahnung warum. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Das spüre ich deutlich, so ein Gefühl, als ob ich gerade von Kopf bis Füße betäubt bin und somit gar keins. Was auch immer spüren bedeutet, zumindest merke ich, ich bin heute nicht verfügbar für Leute und schließ mich ein zur Reflexion. Doch in mir wütet kein Teufel, der könnte vielleicht noch etwas Stimmung in der Wüste erzeugen, denn hier ist Leere, liebe Stimmerin. Man, hier weht höchstens mal ein Heuber durch die völlig karge Szenerie des Inneren. Und ich sitz da mit meinem Kopf in den Händen, in dem es Wolken bedeckt ist und keine Sonne, die lächelt. Nicht deine Regung, die mir zeigt, ich bin besorgt oder ängstlich. Ein Gefühl, das mir beweist, dass ich wohl doch nur ein Mensch bin. Mann, diese Leere ist gewaltig. Lauter Täler, die so weit sind. Ganz egal, wie weit man blicken kann, für die Entfernung reicht sich und ich scheiter dran, sie auszufüllen. Ich glaub nicht, dass hier jemals Bäume wachsen werden, auch wenn ich das gerne glauben will. Kennst du das Gefühl? Du kannst an nichts denken, weil es nichts gibt. Doch irgendetwas hier belastet dich ständig. Man sagt mir, kennst du das Gefühl? Du fühlst dich schwach und nicht menschlich. Und es ist seltsam, dass dich das nicht beängstigt. Man sagt mir bitte einfach, kennst du das Gefühl? Keiner schafft sie zu helfen, denn an dir prallt alles ab wie an Wänden. Und ich bin sicher, auch du kennst dieses Gefühl, dass auch der Hass auf dich selbst ist, denn diese Krankheit ist so absolut hässlich. Ich sitze regungslos am Tisch, weil mir nach Reden nicht so ist. Sitze ich alleine da, keiner da. Mein Thema ist das Nichts, denn wozu reden, wenn's nichts gibt? Manchmal bewege ich meinen Stift, aber was schreibt man da? Wie teilt man karg? Leere denn schon mit, wenn's außer Tälern nichts mehr hinter dieser Schädeldecke gibt? Sich das nach außen trägt durch nicht die kleinste Regung im Gesicht und alles dreht sich nur um nichts. Und mir ist sicher klar, wie depressiv das klingt, denn das Problem ist nicht bestimmt. Hat diese Gleichgültigkeit in mir einen anerkannten Grund, denn sie bewacht mich gerade und ist alles andere als gesund. Sie bringt fast jede Bestrebung für eine Handlungsbasis um und hält die Emotionen und Regungen für alles gerade auf Null. Und wie ich daraus komme, weiß ich nicht. Denn jede Pflanze, die ich pflanzen will, die keimt hier nicht. Ein Sonnenstrahl erreicht sie nicht, der Welt hier fehlt das Gleichgewicht. Weil dieses erst wieder erreicht ist, wenn sich zeigt, dass diese Leere hier beseitigt ist. Kennst du das Gefühl? Du kannst an nichts denken, weil es nichts gibt. Doch irgendetwas hier belastet dich ständig. Man sagt mir, kennst du das Gefühl? Du fühlst dich schwach und nicht menschlich. Und es ist seltsam, dass dich das nicht beängstigt. Man sagt mir bitte einfach, kennst du das Gefühl? Keiner schafft dir zu helfen, denn an dir prallt alles ab wie an Wänden. Und ich bin sicher, auch du kennst dieses Gefühl, dass auch der Hass auf dich selbst ist, denn diese Krankheit ist so absolut hässlich. Und ihr fragt mich nach Songs, doch ich sitz da ganz apathisch, mach gar nichts, da auf dem Block, als würde ich warten, was kommt. Und nach paar Tagen der Kalkheit, die mich sogar an den Wahn treibt, aus meiner sagenhaft geraden, von mir befahrenen Bahn schmeißt, da klappt es dann doch. Und jetzt habt ihr den Schrott und könnt euch fragen, was ihr damit eigentlich anfangen sollt. Denn er handelt von nichts, doch ich bin sicher, dass grad das Gefühl auch andere betrifft. Drum sag mal, kennst du das Gefühl? Du kannst an nichts denken, weil es nichts gibt. Doch irgendetwas hier belastet dich ständig. Man sagt mir, kennst du das Gefühl? Du fühlst dich schwach und nicht menschlich. Und es ist seltsam, dass dich das nicht beängstigt. Man sagt mir bitte einfach, kennst du das Gefühl? Keiner schafft dir zu helfen, denn an dir prallt alles ab wie an Wänden. Und ich bin sicher, auch du kennst dieses Gefühl, dass auch der Hass auf dich selbst ist, denn diese Krankheit ist so absolut hässlich.